Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wo ich hier gerade mich an die Ladestation angeschlossen habe, wir gehen hier ein bisschen spazieren und haben so ein, zwei Stunden Zeit. Da lade ich halt den Wagen so ein bisschen voll. Da kam mir so der Gedanke, die günstigen E-Autos, ja, die kommen jetzt ja so langsam, also die für unter 25.000 Euro. Das sind also der Renault 5 im Moment, der Citroën EC3 oder der VW ID.2 oder auch dieser Chinese, dieser JAC iY, den ich vor ein paar Wochen vorgestellt habe mit Natrium-Ionen-Akkus. Alles Elektroautos unter 25.000, also als Neuwagen wohlgemerkt. Und danach rufen ja viele Leute, also vor allem die, die sagen, der Massenmarkt muss günstige E-Autos haben. Und da stelle ich mir aber die Frage, wenn ich mir so die technischen Spezifikationen anschaue, dieser Autos, also vor allem auch die Akkus und die Ladeleistung, das ist alles wirklich unterstes Niveau. Und die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist, bewegen wir uns da mit diesen günstigen E-Autos irgendwie zu auf eine Zweiklassengesellschaft, also was die E-Autos angeht? Die, die sich's leisten können, fahren gute Langstrecken, taugliche E-Autos mit Reichweiten über 300 Kilometer. Und die, die sich's nicht leisten können, die müssen dann mit diesen Stadtautos für maximal 200 Kilometer Reichweite und mieser Ladeleistung leben. Das ist die Frage. Reicht das wirklich für den Massenmarkt, für die große Akzeptanz der Elektromobilität? Darüber reden wir natürlich gleich in unserer Elektroautosprechstunde. Ich rufe gleich wieder Tarek an von den Elektrobikes. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, dann wollen wir mal gucken, ob Tarek da ist, aber eigentlich schon. Wir haben uns eigentlich verabredet für heute. So, ja. Ja, moin Tarek. Ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast Zeit. Jo, alles klar. Okay, du, ich stelle dich mal kurz auf laut, dann können die Zuschauer mithören. Ja, warte eben kurz. Moin Tarek, hier ist Jens, hi, grüß dich. Jetzt, mein Lieber, wie geht's dir? Hallo, guten Morgen gemeinsam und hallo auch an die Community. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute mal über das Thema günstige Elektroautos reden und ob die nicht möglicherweise dazu führen, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben, zumindest was den Massenmarkt angeht. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, ist das möglicherweise für den Massenmarkt gar nicht genug oder reicht das aus? Ich meine, wie siehst du das denn? Findest du so eine Spezifikation ausreichend für den täglichen Gebrauch eigentlich? Ich sag mal so 50-50. Viele sagen immer, ich komme mit einem kleinen Akku vollkommen zurecht, solange man sein eigenes Fahrprofil richtig einschätzen kann. Ja? Viele sagen ja auch zum Beispiel immer, wenn du oder ich auch teilweise zu Recht Autos kritisieren, die viel zu lange fürs Laden brauchen, sagen aber viele, ich komme damit klar, mir reicht das aus. Das heißt, letztendlich ist das immer eine persönliche Sache, aber du hast vollkommen recht mit der Frage, günstige E-Autos, günstige E-Mobilität, ja, für den Massenmarkt, aber dann kommen die Dinger wirklich nur mit maximal 30, 40, 45 Kilowattstunden, die dann aber auch nicht nur genug Reichweite bieten, sondern auch meistens immer eine lange Ladezeit haben. Das kommt ja auch noch dazu. Und dass man nicht nur gezwungen ist, in viel kürzeren Abständen zu laden, sondern auch länger zu laden. Na, das ist ja auch ein Problem, was mit sich kommt. Genau, also wenn ich mir vorstelle, der Renault 5, den jetzt alle so ein bisschen hypen, weil er einfach optisch so geil aussieht. Ich meine, der hat so wie die alten Zoes einen 40 Kilowattstunden Akku. Das ist dann die Version für knapp 25.000 oder eben 52 Kilowattstunden Akku. Ich weiß es von der Zoe. Die Zoe hatte ja fast dieselben Spezifikationen, also zumindest was die Akkugröße angeht. Da bin ich gespannt, ob der R5 da rankommt. Also ich weiß, wir hatten ja eine Zoe mit 52 Kilowattstunden und die kam dann auf der Autobahn im Sommer so 230 Kilometer, wenn man 120, 130 gefahren ist. Mehr war mit diesem Akku einfach nicht drin. In der Stadt waren es dann so die 300, das ist wirklich super. Also vom Stadtverkehr rede ich auch gar nicht. Nur wir müssen ja bedenken, die Leute, die sich so ein Auto kaufen oder die danach rufen, das sind ja nicht die klassischen Zweitwagenbesitzer. Also ich würde völlig recht geben zu sagen, also als Zweitwagen brauchst du kein Auto mit großem Akku. Da reicht auch, ja, wir hatten als erstes Elektroauto eine Zoe mit 22 Kilowattstunden Akku. Hat als Zweitwagen völlig ausgereicht. Oder teilweise sogar ohne CCS-Anschluss. Ging ja auch, wenn du zu Hause laden konntest. Ja,
wir hatten keinen CCS-Anschluss, genau. Dafür konnte sie aber mit 22 kW AC laden. Also ich finde es auch schade. Du hast ja letztens ein Video gebracht, den ich übrigens super fand. Ich finde, du machst diese Videos genial. Ich könnte sowas nie im Leben machen, über neue Techniken berichten, zum Beispiel Feststoffbatterie. Ja? Und die sind ja günstiger in der Herstellung, aber für Deutschland und Europa noch lange nicht in Sicht. Denkst du, da wird sich in kürzer Zeit was tun? Ah, du meinst dieses JAC ja, mit Natrium-Ionen-Akku, dieses Auto genau. Aus China. Ja, ja, das ist auch sehr gut angekommen, ja. Dieses Video, weil eben die Leute genau auf solche Autos eigentlich warten. Und das ist eben auch der Grund, weswegen ich jetzt drüber nachdenke. Also ja, diese Natrium-Ionen-Technologie, die wird sicherlich dafür sorgen, dass die Elektroautos günstiger werden. Aber wenn ich mir die Kommentare gerade unter diesem Video anschaue, dann gibt es dort wirklich zwei Lager. Ne? Also die einen sagen, also hey, ein Auto mit 25 Kilowattstunden für 10.000 Euro würde ich mir sofort kaufen, reicht für mich völlig aus. Weil es als Zweitwagen gesehen wird, weil es nur für die Stadt gesehen wird, völlig klar. Nur dann gibt es eben die anderen, die sagen, was soll ich mit dem Schrott, also in Anführungszeichen, ja, wenn ich nur noch nicht mal 200 Kilometer weit komme, was soll ich dann mit so einem Auto, weil ich mir nur ein Auto leisten kann. Also ist das... Das kann so günstig sein, wie es will. Als einziges Auto reicht es nicht. Aber ja? Dann, jetzt kommt der größte Punkt, den es gibt. Leute, die ein kleines Budget haben, Leute, die ein geringeres Einkommen haben, vielleicht unterdurchschnittlich sogar, ja, zu denen ich mit Nas zusammen auch jahrelang gehört habe, wir haben uns damals keine Neufahrzeuge leisten können, auch bei der Verbrennerwelt nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben zu den Gebrauchten gegriffen. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass es genug Leasingrückläufer gibt in der Gebrauchtwagenwelt, in der E-Mobilität, dass du zum Beispiel jetzt als Beispiel ein ID3 mit der 77 Kilowattstunden Batterie zum Preis eines Renault 5 bekommst, eines neuen. Oder zum Preis eines neuen Dacia Spring bekommst. You know what I mean? Und da. Ja, na klar. Der Gebrauchtmarkt, der wird natürlich in Zukunft auch die niedrigen Preise bringen. Genau, aber auf die Grundfrage zu kommen, zum Thema des Videos. Zweiklassengesellschaft, ja, durch die Preise schon und durch die Technik, die die Autohersteller anbieten, schon. Denn in der vergleichbaren Verbrennerwelt kommen diese Kleinstwagen oder kleine oder günstigere Autos, zum Beispiel ein Dacia Sandero, ja, der ist ja auch super günstig und bietet Platz für die Familie. Der kommt aber dann seine 500 Kilometer zum Beispiel, ja. Warum soll dieser Familienvater, wie kann man diesen Familienvater davon überzeugen oder mit welchen Produkten elektrisch zu fahren? Na, ein vergleichbares Auto. Ein Dacia Spring ist nicht vergleichbar. Ich hatte den Dacia Spring für eine Woche hier bei mir zu Gast. Den habe ich auch versucht, auf die hohe 8 zu jagen. Das Ergebnis ist ja vielleicht schon gelaufen. Keine Ahnung, wann du dieses Video bringst. Aber war interessant. Ne? War interessant, aber definitiv keine Empfehlung für Langstrecke. Ne? Nein. Ich habe den ja auch schon mal gefahren, den Dacia Spring. Ist an sich ein tolles Auto für den Einsteiger. Ja, oder für die Stadt. Und ganz ehrlich, also mein erstes Auto, was ich hatte, wo ich, 18, 19, 20 Jahre alt war, war garantiert nicht besser als der Dacia Spring. Im Gegenteil, ich hätte mich einen Ast gefreut, wenn ich damals so ein Auto gehabt hätte. Aber gut, ich hatte einen VW Polo Baujahr 77, du kannst dir vorstellen. Ich hatte auch mal einen Fiesta Baujahr 78. Ich weiß, wovon du redest. Ja, ja, und das Witzige war nochmal, dass der VW Polo mit dem Benzintank, der hatte, glaube ich, 35, 38 Liter im Tank und er kam 350 Kilometer, 400 Kilometer maximal auf der Autobahn und fuhr Vollgas 140. Das waren Zeiten, aber ich meine, damals habe ich mich auch nicht beschwert, sondern ich habe mich total gefreut. Aber der Familienvater, das ist genau das, was du ansprichst. Ne? Also so ein Familienvater, der sich ein günstiges Verbrennerauto kauft, da muss auch gar nicht die große Ausstattung drin sein. Und ich sehe das genauso, dass in diesen günstigen E-Autos dieser Spurhaltewahnsinn, adaptiver Tempomat etc., Assistenzsysteme, das muss alles gar nicht drin sein. Weil man eben natürlich bei dem Preis Abstriche machen will oder muss. Aber was man halt will, und das ist der Anspruch der meisten Leute, sie wollen natürlich auch damit in Urlaub fahren können, sie wollen damit alles machen können, sprich also Reichweite haben. Also Hauptauto, das haben als Hauptauto nutzen, ne? Damit auch mal Großeinkauf machen können, wenn man die Sitze umklappt, genug Kofferraum, ja, für den Kindersitz genug Platz haben, für den Kinderwagen und für den Italienurlaub mal vielleicht einmal im Jahr. Ne? Aber dann stellt sich die Frage, dann kommt genau aber wieder das gleiche Thema, dass die Leute sagen, ja, ich mache Langstrecke eh nur einmal im Jahr, ich komme damit zurecht. Ne? Und die nächste Frage, die E-Mobilität sollte man nicht 1:1 mit der Verbrennerwelt oder Verbrennertechnik vergleichen. Vielleicht sollten wir uns ja umgewöhnen. Ne? Für manche von uns vielleicht ein unbequemes Thema. Ja, ich weiß, umgewöhnen. Ne? Es war für mich persönlich auch eine Riesenumgewöhnung, alle 200 bis 300 Kilometer laden zu müssen. Für teilweise 30, 40 Minuten oder jetzt mittlerweile für 20 Minuten mit dem schicken Teil hier. Ja, ich liebe ihn übrigens. Aber
ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Erwartungshalterung auch zu groß und vielleicht sollte man der Autoindustrie noch mehr Zeit geben. Oder denkst du, dass die Autoindustrie schon genug Zeit hatte und sollten jetzt reagieren? Thema ID2, Volkswagen, ne? Riesenthema, geiles Auto, auf den eigentlich jeder wartet. Aber wird das deiner Meinung nach die Lösung sein? Ja, das ist halt die Frage. Also dieses Umgewöhnen, das ist ja auch so ein bisschen das, wo viele Leute Angst davor haben. Die Angst vor der Elektromobilität, die ist ja, hat ja viele Ursachen. Eine Ursache mit, neben der Reichweitenangst, ist eben dieses Umgewöhnen. Und gerade das, wenn die Leute sich 20, 30 Jahre an diese Verbrennerwelt gewöhnt haben, dass das alles so schön unkompliziert ist, sich dann umzugewöhnen, dass man eventuell mal weniger weit kommt, dass man eventuell mal länger stehen muss, um zu tanken, nenne ich es mal. Dieses Umgewöhnen ist für viele Leute, ich würde mal sagen, ein No-Go. Also das sehe ich ja auch unter den Kommentaren. Also selbst unter dem JAC-Video mit dem 10.000-Euro-Auto aus China habe ich sehr viele Kommentare, die schreiben, Elektroauto niemals. Weil es einfach eine Grundablehnung gibt und die ist eben auch, hat bestimmte Gründe. Ja? Und da ist einerseits der Preis der aber Grund, auch viele Vorurteile. Die Reichweite der Grund, Vorurteile mit der ganzen Mythen, die Mythologie um die E-Autos ist ja fast schon sprichwörtlich. Wir tun ja alles, um das zu entkräften. Aber darüber will ich jetzt heute gar nicht reden. Aber der Massenmarkt, wir reden ja jetzt hier vom Massenmarkt. Wir haben in Deutschland knapp 2,1% Anteil Elektroautos im Moment. Das heißt, wir haben irgendwie so 1,5 Millionen auf der Straße, also ohne Plug-ins meine ich jetzt. Ne? Und wir müssen ja, irgendwann wird es ja zu einer Transformation gekommen sein, ob das jetzt in 10 oder 20 Jahren ist, dass wir haben aktuell 50 Millionen Autos auf der Straße, dass wir annähernd 50 Millionen E-Autos in Deutschland auf der Straße haben. Hoffentlich weniger, weil wir brauchen weniger Autos, weil es auch E-Autos verursachen Emissionen. Vielleicht nicht beim Fahren, aber auch bei der Herstellung und so. Der Massenmarkt ist das ja, was die Zukunft bringen muss. Und der Massenmarkt an E-Autos, das können nicht die 50.000 Euro plus Autos sein, das müssen die 25.000 Euro minus Autos sein. Ja, oder 30.000 minus, sagen wir mal so. Also 30.000 minus mit ohne großem Schnickschnack, aber mit einer Batterie von 55 bis 60 Kilowattstunden Nettokapazität und einer Ladeleistung von maximal 30 Minuten, das wäre doch top. Das wäre mega. Und? Ja, ich glaube, das reicht nicht mal. Ich glaube, für den Massenmarkt muss es, also wenn wir mal von der Batteriekapazität runtergehen, die komplett außer Acht lassen, sondern nur die Reichweite betrachten, dann finde ich eine reale Reichweite von 300 Kilometern, also real, nicht WLTP, real 300 Kilometer, egal wie groß der Akku dann ist, das für unter 30.000 Euro mit einer akzeptablen Ausstattung, akzeptablem Platzangebot. Ich glaube, das Auto muss mal erst mal jemand bauen. In Deutschland ist ja das Problem, dass wir hier in Deutschland rasen können wie die Bekloppten. Und alle fahren halt, alle reden davon, ja, ich muss 300 Kilometer kommen und fahre dann 200 km/h Bleifuß oder Vollgas. Ja. Das ist natürlich dieser Irrsinn. In allen anderen Ländern haben sie 110, 120 oder maximal 130 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und schwuppdiwupp sind die Reichweiten um 20% größer bei den E-Autos. Naja, das sehen wir hier in Deutschland nicht. Oder viele, ich sage nicht alle, also viele sehen es nicht und lehnen es deswegen kategorisch ab. Und deswegen ist so meine Meinung, die 300 Kilometer realistische Reichweite, das ist so die Schmerzgrenze. Ja, gut, dann, es hängt ja auch nicht nur von der Batteriegröße her, wie du sagtest, auch von der Effizienz des Autos. Genau, Effizienz. Tesla macht das ja wunderbar mit dem Model 3. Ne? So ein Standard Range, der kommt ja seine real 300 Kilometer, sogar mehr im Sommer. Und, oder ein Hyundai Classic zum Beispiel, eine 28 Kilowattstunden Batterie, der kommt im Sommer auch, weil der braucht nur 11, 12 Kilowattstunden, ne? Wenn man... 250, habe ich selbst gefahren. Ja, ich deswegen. Ne? Also kommt auch auf die Effizienz an. Aber den Wagen haben sie eingestellt und sie wissen selber nicht, wie sie es so effizient hingekriegt haben. Alle anderen Hyundais danach, die verbrauchen fast das Doppelte. Die würden es gerne wissen, ja, ich weiß. Also man kann effiziente E-Autos bauen, das haben schon Hersteller bewiesen. Aber alles, was jetzt auf den Markt kommt, ich sage immer so, wenn ich die WLTP-Reichweiten sehe, auch bei dem Citroën EC3, was hat der? Der hat... hat er 44 Kilowattstunden? Ja, 44. Ich weiß das jetzt gar nicht auswendig. Und LFP 44. auch noch, ne? LFP, das bedeutet eine langsame Ladezeit. Ja, LFP tatsächlich. Ja, aber Sie sagen ja auch 30 Minuten, ne? 20 bis 80%. Wobei Sie schon bei 20% sind, nicht bei 10. Genau. Aber es ist ja so, dass viele Leute bei 20% sich sowieso anschließen, weil sie Schiss haben, liegen zu bleiben. Unter 20% werden sie schon alle nervös. Zumindest die, die da keine Erfahrung haben. Aber dieser EC3 nochmal gesagt, mit der 44 Kilowattstunden Batterie und wenn Sie dann irgendwie WLTP 400 Kilometer Reichweite schreiben, das erweckt eben diese falschen Erwartungen. Und das ist auch wieder eben das, was ich immer wieder kritisiere. Die Autohersteller sollen auch gerade bei den Reichweiten, und die Reichweite ist so das Verkaufsargument für ein E-Auto, abgesehen vom Preis,
Da sollen die endlich mal ehrlich sein und realistische Reichweiten veröffentlichen, nicht so diese Fantasiedinger. WLTP-Angabe ist für den Arsch, das ist schon mal klar. Aber trotzdem die effektive, echte Ladezeit, Reichweite zu ermitteln, das ist schwierig. Viele wohnen im ländlichen Bereich, fahren weniger Autobahn. Bam, steigt die Reichweite. Viele wohnen direkt an der Autobahnausfahrt und muss 50 Kilometer pendeln. Bam, sinkt die Reichweite. Dann kommt der Winter, zu Weihnachten denken die, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ist der Akku kaputt? Das ist immer auch so ein Thema, was die Leute vorher, worüber sie sich schlau machen müssen. Und gerade bei so einem kleinen Auto wie Renault 5, Dacia Spring oder EC3, Citroën und so weiter, da muss man sich umso schlauer machen. Aber da hängt auch ein großer Teil bei den Verkäufern, dass man die Leute vorher noch ein bisschen aufklärt. Ja, das sehe ich genauso. Da ist wahnsinnig viel Aufklärung nötig. Und ich sehe das Problem eben bei den Leuten, dass sie gar kein Interesse daran haben, sich mit solchen Fragen beschäftigen zu müssen. Und von daher ist es einfach wichtig, den Leuten zu sagen, pass auf, du kaufst dir ein Auto und das hat eine Reichweite, die du so gut wie immer kommst. Also egal, wie du fährst, welches Wetter, und die ist so und so. Und wenn du ein bisschen sparsam fährst, dann kannst du auch so und so fahren. Also zumindest so sollte man das den Leuten erklären, nicht irgendwelche immer Maximalreichweiten angeben. Ja. Weil diese Zahl, diese 400, 500, 600 Kilometer, die brennt sich bei denen in den Köpfen ein und dann steigen sie ins Auto und haben dann nur die Hälfte. Und das ist natürlich für die Leute absolut katastrophal. Und dann werden Leute unzufrieden und sagen, ey, ich kaufe mir nie wieder ein E-Auto, das geht jetzt wieder weg und mein nächster ist wieder ein Verbrenner. Erlebe ich ja auch immer wieder mal, wenn die Leute sich vorher nicht damit beschäftigt haben, was die Masse nicht möchte. Sie möchten einfach weiter Auto fahren und nicht sich irgendwie mit dem Studium vorher schlau machen müssen. Das ist das große Problem. Und bei diesen kleinen Autos sehe ich eben auch, dass da Erwartungen geweckt werden. Hey, ich habe hier ein 25.000 Euro E-Auto, super, endlich kann ich mir leisten. Dann kaufen sie sich's, weil sie 400 Kilometer versprochen haben und sie kommen Lass uns noch zum Gardasee. Also mit dem in München ist schon Schluss. Ja. Wir können das Pferd ja mal von hinten aufzäumen. Lass uns doch mal kurz überlegen, wir beide, wir haben mal ein bisschen Ahnung. Wie müsste ein kleines oder ein günstiges E-Auto technisch beschaffen sein, damit es, ich sag mal, diese 300 Kilometer in jedem Fall kommt? Also ich würde sagen, mit einem 75 Kilowattstunden Akku sagen wir 70 Kilowattstunden Akku und einem kleineren Auto sollte man eigentlich relativ sicher die 300 Kilometer Ich kann von meiner Erfahrung sprechen. Ich hatte den MG4 Luxury mit der 61,4 Kilowattstunden Nettokapazität und der kam real 300 Kilometer, auch im Winter und im Sommer mehr. Das kann ich dir 100% sagen. Ich bin ja mit dem oft überall gewesen. Okay. Dann war er doch sehr effizient. Er war effizient, genau. Aber Thema Effizienz, Stirnfläche, CW-Wert, Reifenbreite, Reifensorte, da geht's wieder los. Fahrprofil, also ich könnte auch manchmal kotzen, ne? Wenn ich das so erzähle, dann denke ich, mein Gott, ist ja normal, wenn die Leute keinen Bock drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Aber wir können festhalten, dass wir gesagt haben, okay, günstige E-Autos im Moment mit einer akzeptablen Reichweite, entweder gebrauchter oder wenn es ein neuer sein soll. Leute, dann überlegt euch die Akkukapazität, egal was im Prospekt steht, wie weit so ein Auto kommen soll. Wenn die Akkukapazität nicht mindestens 60 Kilowattstunden beträgt, werdet ihr keine 300 Kilometer in der Realität kommen. Das muss man einfach wissen. Und also quasi die Tankgröße, das ist ja die Analogie, was man vielleicht kennt so in den Köpfen, wie viele Liter gehen in den Tank. Ja, das sind die Kilowattstunden, die in den Akku gehen. Also bei 60 Kilowattstunden kann man sagen, wenn der Wagen einigermaßen effizient ist, dann sind die 300 Kilometer in der Realität erreichbar, auch auf der Autobahn. Und ansonsten gebrauchte E-Autos kaufen, da seid ihr auch auf der sicheren Seite. Das kann man eigentlich so unterschreiben, oder? Ich unterschreibe das und lege noch einen Zusatzartikel drauf. Und zwar, Leute, und wenn ihr mal dazwischen laden müsst, ist das kein Weltuntergang. Viele Leute sagen immer, da muss ich aber laden. Na und? Da muss ich einmal laden, genau. Oh, ich muss 500 Kilometer fahren, da muss ich einmal laden. Katastrophe. Ist doch egal, das Laden ist nicht schlimm. Das Laden ist nicht schlimm. Viele stellen sich das immer so schlimm vor. Guck mal, mittlerweile, ich bin hier an einem Möbelhaus. Da unten sind Supercharger, 20 Stück, 4x MBW. Hier werden neue Allegos gebaut. Hier stehen jetzt sechs Säulen mit je zwei Steckern. Das heißt 12 Anschlüsse überall. Bauhaus hat jetzt 4 Säulen hingeknallt. Das Laden ist nicht mehr so kompliziert, ist nicht mehr so schlimm. Das Einzige, was kompliziert ist, sind die Tarife. Darüber können wir ein andern Mal quatschen. Aber naja, mein Gott. Stichwort Ladeinfrastruktur, da habe ich gerade noch einen. Weil jetzt am Wochenende, wo ich dieses Video mit dir mache, da haben sie bei uns im Norden, in Norddeich, das ist direkt an der Nordseeküste, ne? Da fahren die Leute normalerweise hin mit ihren Autos und stellen die auf Riesenparkplätzen ab und fahren dann mit der Fähre auf diese Nordseeinseln, also die ostfriesischen Inseln, weil da meistens Autos verboten sind, ne? Und da stehen die Autos dann während der Ferien eine Woche rum auf dem Parkplatz, ja, von diesen Fähranbietern. Und jetzt
hat die Reederei Frisia einen Ladepark eröffnet. Das ist der größte Ladepark Norddeutschlands für diese Urlauber. Und zwar überdacht mit Photovoltaik, über 1,7 Megawattstunden Photovoltaik, 264 Wallboxen. Ja gut, aber mit Lastenverteilung. Und wenn der eine Woche steht, dann kann er auch mit 1,5 kW laden. Ist ja auch egal. Ja, so ist es, so ist es. Und die Fähre weiß, der Urlauber mit diesem und jenem Verkehrsschild, ich weiß nicht, wie die das tracken oder mit irgendeiner Karte, die die dann kriegen, hat eine Woche Zeit, um den Wagen aufzuladen. Die können sowieso nur 3,7 kW, die Wallboxen. Und die können dann über das Lademanagement die Wagen so aufladen, dass sie dann voll sind, wenn die aus dem Urlaub zurückkommen. Ist ja eher auch besser. Man soll ja nicht den Wagen mit 100% eine Woche stehen lassen. Also das finde ich so genial. Ich habe da vorher noch nie was von gehört. Jetzt erst am Wochenende war es in den Nachrichten. Und dann mit der Photovoltaik obendrauf. Das heißt, die PV-Anlage liefert 100% des Stroms für die ganzen Wallboxen. Das heißt, die ist 100% geil. Ökostrom. Und nicht nur das. Die haben noch Batteriespeicher stehen. Wenn die eben nicht alles in die Wallboxen pumpen, dann pumpen die Energie in die Batteriespeicher. Und demnächst kommt die erste Elektrofähre von denen, die elektrisch fährt. Und die laden die dann damit auch noch auf. Also das ist die Zukunft. Und deswegen wird der Massenmarkt für E-Autos wahnsinnig interessant, wenn wirklich alle elektrisch fahren, was dann alles möglich wird. Ja, und dann muss man gucken, was die Zukunft bringt. Also hoffentlich für das Geld auch größere Akkus mit mehr Reichweite und besserer Ladeleistung. Da muss aber noch ein bisschen wahrscheinlich Wasser die Weser hier runterfließen, bis die Akkus soweit sind. Absolut, absolut. Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf eure Kommentare, ihr Lieben. Lieber Jens, danke dir für den Anruf. Und in der nächsten Folge sehen wir uns auf meinem Kanal Elektrobeiß. Also Move Electric habt ihr ja schon abonniert, weil ihr zuschaut, hoffentlich. Und dann Elektrobeiß noch abonniert. Tarek auch abonnieren, aber das habt ihr ja sowieso. Ich glaube, unsere Abonnenten sind mehr oder weniger identisch. Ziemlich. Okay. Alles klar, Tarek. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Sprechstunde. Alles klar, mein Lieber. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Macht's gut. Ciao.